Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 4. Juni 2013. Mein Name ist Norbert Gieso. Am heutigen Dienstag haben wir den Mond immer noch im Zeichen Widder, so wie gestern und so wie am Sonntag eingetreten ist. Mond im Widder, gerade am Sonntag zum Montag früh dann hin, auch dass er das Uranus-Pluto-Quadrat aktiviert hat. Wundert mich daher nicht, dass es in Istanbul und Frankfurt zu Protesten gekommen ist, in denen sich auch mal widderartig die Gewalt entladen hat. Grundsätzlich sehen wir hier, dass Mond und Sonne schon wieder recht nah beieinander sind, was bedeutet, dass wir schon wieder auf den nächsten Neumond zugehen. Der aktuelle Sonne-Mond-Zyklus liegt schon wieder in den letzten Zügen. Der nächste Neumond wird sein am kommenden Samstag um 18 Uhr im Zeichen Zwillinge. Dann beginnt ein neuer Zyklus, der dann die Qualität von Zwilling und Krebs in sich vereinen wird. Bis dahin gehen wir jetzt immer mehr in die unbewusste Phase. Der Mond nähert sich an die Sonne an, was auch damit zu tun hat, vielleicht, dass wir noch letzte Geschäfte erledigen müssen. Es gibt noch Dinge zu klären, aufzuräumen. Dazu ist dann vor allem Gelegenheit, wenn der Mond in den Stier wechselt. Heute Abend, so gegen kurz vor 18 Uhr, ist der Mond dann im Stier. Bis zum Freitag früh um 5:30 geht es dann in die Zwillinge und auf die ganz heiße Phase des Neumondes zu. Jetzt also die nächsten Tage von heute Abend an im Stier. Also heute der Wechsel am Nachmittag zwischen Widder und Stier. Wer diese Tageshoroskope verfolgt und auch lernen möchte, am meisten lernt man über die tägliche Beobachtung. Was passiert heute zwischen 5 und 6:30, wenn der Mond vom Widder in den Stier wechselt? Kann ich einen Energiewechsel wahrnehmen? Wie fühlt sich das für mich an? Dann Mond im Stier, eine in dem Sinne gemütliche Stellung, wo wir uns des Lebens freuen können in der Regel. Sinnliche Genüsse verbunden mit dem Zwilling, mit Kommunikation und Krebsenergien, emotionaler Geborgenheit wäre das Optimum, was wir gestalten können. Im Verlauf der nächsten Tage und Wochen, darauf werde ich natürlich dann hinweisen, werden die Planeten, die ins Zeichen Krebs eintreten, also hier zuerst jetzt Merkur, inzwischen schon im 7. Grad, hier also schon in der Opposition zum Pluto, später Venus, Sonne, Mars und Jupiter, werden alle dann in den nächsten Wochen und Monaten in Opposition zum Pluto stehen und in Quadrat zu Uranus, also Uranus-Pluto aktivieren. Das heißt, die Ereignisse, die wir jetzt erlebt haben, zum einen durch die Wetterkapriolen des vielen Regens im Süden und Osten Deutschlands, aber auch mit den Protesten, diese Krisen könnten sich tatsächlich in der nächsten Zeit noch verschärfen. Da bleiben wir am Ball. Heute allerdings die Möglichkeit, abends vor allem zur Ruhe zu finden, die Dinge ins Trockene zu bringen. Und dabei wünsche ich viel Vergnügen. Bis dahin und tschüss.